Stimme. Wer ein Pastor? Wer ein Pastor? Sehr geehrte Damen und Herren, in 3 Tagen ist es soweit. Da haben wir den 31.10.2023. Unglaublich. Wissen Sie, was am 31.10. ist, was wir da feiern? Halloween, ne? Falsch. Setzen. Wir feiern da das Reformationsfest. Und ich würde Ihnen gerne mal die Frage stellen, wenn der alte Luther jetzt nach über 500 Jahren aus der Holzkiste rauskommen würde, was er jetzt sagen würde über den Ist-Zustand unseres Landes. Ich habe mal darüber nachgedacht. Die einen würden sagen, der wird so schnell wie möglich wieder in die Holzkiste zurückgehen und sagen, ist ja nicht zum Aushalten. Aber was meinen Sie, was der über Deutschland sagen würde? Wenn der so durch unsere Städte geht, wenn der abends mit der Fernbedienung den Fernsehen anmacht. Ich bin davon überzeugt, dass er zutiefst zu der Erkenntnis kommen würde, dass wir total gefangen sind in uns selbst. Gefangen in einen Götzendienst. Er wird sagen, läuft, ihr habt nichts verstanden, was ich vor 500 Jahren in diesen 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg rangeschlagen habe. Da läuft gar nichts. Die erste These würde er uns ganz bestimmt vor Augen führen. Die erste These möchte ich Ihnen mal sagen. Da unser Herr und Jesus Christus spricht, tue Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, soll das Leben eines Christenmenschen eine tägliche Buße sein. Und Luther würde wahrscheinlich sagen, das müssen wir jetzt umschreiben. Ja, der würde sagen, da der Humanismus, der Kommunismus, Sie können jede Ideologie sagen, spricht, das Ich ist das Höchste, so muss das der Götzendienst in Deutschland unser tägliches Leben sein. So wird er wahrscheinlich die These umschreiben und sagen, armes Deutschland. Und zu Recht. Er würde sich die Frage stellen, wo wir uns das Recht herausnehmen, den Gott der Schöpfung einfach in die Ecke zu stellen und zu sagen, dich brauchen wir nicht mehr. Er würde sich vielleicht die Frage stellen, woher wir uns das Recht nehmen zu sagen, Gott schuf nicht Mann und Frau, wir haben jetzt 170 Geschlechter, wir kommen schon selber nicht mehr durch, die alle durch aufzuzählen. Das würde Luther bestimmt hundertprozentig sagen. Aber er würde wahrscheinlich auch in die Kirchen hineingehen. In beiden großen Volkskirchen, in die katholische Kirche hinein, in die evangelische Kirche hinein und würde sich dann bestimmt so manche Predigt anhören. Und dann müsste er feststellen, der Reformator, dass über alles gepredigt wird, nur nicht über das Wort Gottes. Und dann würde er wahrscheinlich die Frage stellen, für was habe ich denn die Bibel übersetzt, wenn er die Bibel gar nicht mehr predigt? Wäre ja eine interessante Frage. Er würde feststellen, dass alles möglich gepredigt wird, ja. Genderismus, Feminismus, Kommunismus, Wohlstandsevangelium, aber es würde nicht das gepredigt werden. Er würde sagen, habe ich mich umsonst abgequält auf der Wartburg und habe das Neue Testament oder das Alte Testament übersetzt. Er müsste feststellen, selbst 500 Jahre danach, nach der Reformation, hat die katholische Kirche bis heute keine Reformation erlebt. Es wird immer noch an der Werkgerechtigkeit festgehalten, die Rechtfertigungslehre wird in die Ecke gestellt, ja. Er müsste leider feststellen und sagen, der Bannbulle über mich, die Vogelfreiheit, die über mich ausgesprochen wurde, die ist ja bis zum heutigen Tag gar nicht aufgehoben. Und was würde er uns Christen sagen, die wir aus Gottes Gnaden und Erbarmen Christus nachfolgen dürfen und an ihn glauben dürfen? Er würde sagen, auf jeden Fall weitermachen. Und wissen Sie, deshalb sind wir in Halle da. Manchmal möchte man den Kopf im Sand stecken und sagen, das hat alles keinen Sinn mehr. Aber wir sind nach Halle gekommen, um ihm das Evangelium zu predigen. Und das in ganz einfachen Worten. Als Erste würde bestimmt Luther sagen, halten wir fest und auch 2000 Jahre danach, dass Jesus Christus für die Schuld der Welt gestorben ist. Würde jetzt die Bibelvers uns laut sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Er würde noch einmal ganz deutlich machen, dass wir selig werden aus Glauben und dass der Glaube aus der Predigt kommt und die Predigt aus dem Wort und würde das Wort schlechthin nochmal wieder auf den Leuchter stellen. Wissen Sie, wir sind deshalb auch nach Halle gekommen, um ganz deutlich zu sagen, dass Deutschland eigentlich wieder eine neue Reformation braucht. Eine Reformation zurück zur Schrift, zurück zur Bibel. Luther nannte das die Reformatoren sola scriptura, allein die Schrift.
Dazu laden wir Sie ein. Fahren Sie nach Hause, gehen Sie nach Hause und holen Sie doch mal wieder Ihre Bibel aus dem Regal und lesen Sie in der Bibel nach. Und Sie werden feststellen, dass das Wort Gottes auch heute noch volle Kraft hat und genau das unfehlbare Wort Gottes ist, inspiriert durch den Heiligen Geist, so wie es damals auch Luther übersetzt hat. Wir hoffen, dass der Regen gleich nachlässt. Wir wollen noch ein bisschen bei ihm bleiben, so bis ca. 14 Uhr. Wir sind da guten Mutes, dass das gleich Gott machen wird. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für Halle. Und wissen Sie, früher wurde immer eins in Deutschland gesagt, und das können wir ruhig sagen, darum brauchen wir uns nicht schämen. Gottes Wort und der Reformatoren Lehr vergehen nun und nimmermehr. Amen.